Herzlich willkommen, meine lieben Fische, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft. 16. bis 22. September, das ist die Woche, auf die ich heute schon schaue. Ich mische erstmal locker in der Hand und dann gucken wir mal, was die Tarotkarten sagen. Ah, König der Münze. Jemand, der genießen möchte, jemand, der euch den Rücken stärkt, jemand, der für euch kämpft. So, okay. Ach, du liebes Bisschen. Das ist aber kein Segen, was er hier macht. So. Okay, hörte sich am Anfang erstmal besser an. So, meine Lieben, also, König der Münze ist an der Stelle eine außenstehende Person, ja? Königinnen sind in meinen Legungen immer diejenigen, die gerade zuschauen. Dabei ist es vollkommen egal, welches Geschlecht ihr habt oder als was ihr euch definiert. Es geht hier tatsächlich um die Personenzuordnung. Das seid ihr, das ist eine außenstehende Person. Diese außenstehende Person scheint irgendwie dran zu arbeiten, dass es euch nicht gut geht. Das muss ich jetzt einmal ganz, ganz deutlich sagen. Diese Person provoziert eine Last, die ihr tragen sollt. Jetzt ist natürlich die Frage, lasst ihr das mit euch machen? Königin der Kelche, Fische, Element Wasser, Emotionen, ne? Kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Königin der Kelche schaut hier gleichzeitig auf ihr Herz, auf ihre Gefühle. Eventuell nutzt dieser König das auch so ein Stück weit aus, ne? Ich weiß, emotionale Menschen sind häufig, ja, das ist deren Schwachstelle. Gleichzeitig, finde ich, ist es aber auch eine Stärke. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Und ich habe das Gefühl, er hier ist nicht so ganz ohne. König der Münzen kann als ein Kämpfer beschrieben werden. Es ist immer ganz gut, ihn auf seiner Seite zu haben. Auf der anderen Seite, er trägt Rüstung unter seiner Kleidung. Der kann auch mal gegen euch kämpfen. Ne? Von daher da ein bisschen Vorsicht. Wenn ihr merkt, dass irgendjemand euch wie so eine Belastung überhelfen will. Jemand versucht, euch irgendwie niederzudrücken. Jemand versucht, auf eurer emotionalen Ebene euch zu beeinflussen. Und vielleicht auch mit Absicht Unsicherheiten und Ängste zu schüren, dann ist das hier genau eure Legung. Ja? Schaut, was ihr da macht, ob ihr durch die Angst durchgeht, ob ihr euch diese Belastung auferlegen lasst oder ob ihr sagt, sorry, habe ich gerade keine Zeit für. Na? Das finde ich hier an der Stelle ganz wichtig. Dinge passieren im Leben, aber ich muss auch sagen, wir können es beeinflussen. Auch wenn unser Gefühl sagt, ich muss da jetzt gegen ankämpfen, ich muss diese Last jetzt nehmen. Nein, müsst ihr nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Passt hier gut auf euch auf. Bei Königin der Kelche geht es auch ganz, ganz häufig um Herzheilung bzw. innere seelische Heilung. So, meine Lieben, ihr wisst Bescheid. Ich versuche die Legung immer kurz zu halten. Ja, so, was soll ich noch sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich schließe die Legung. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Like und ein Herzchen da lasst. Ja, und bis zum nächsten Mal.